Willkommen zu meinem Video. Wie ihr gerade sicherlich im Einspieler gesehen habt, war das ein kleiner Einspieler im Pfade der Toten. Dort habe ich gerade im Schnellverfahren einmal eine Daily Quest absolviert, um euch das Daily System ein klein wenig näher zu bringen. Und zwar gibt es hier in der Hauptstadt einmal jede Menge Questgeber, das sind bis zu 9 Stück, wo ihr entsprechend eure Daily Quest annehmen könnt. Die Questgeber haben alle mehrere Daily Quests zur Verfügung. Maximal könnt ihr am Tag jedoch nur 6 Daily Quests annehmen. Danach haben die Dailies, ich glaube, ca. 18 Stunden Cooldown oder auch 22, das ist glaube ich immer unterschiedlich, je nachdem. Ja, dann sagen wir 22 Stunden Cooldown. Bei den Questgebern selber, die spielen alle in verschiedenen Bereichen ab. Einige sind Instanzen, einige sind in der offenen Welt, sage ich jetzt mal. Wenn ihr dann entsprechend eine Daily Quest absolviert habt, könnt ihr diese dementsprechend abgeben. Dann erhaltet ihr dementsprechend so eine Geschenkbox. In dieser Geschenkbox, ja, ist natürlich schön, da war jetzt gerade gar nichts drin in dieser Geschenkbox. Gehe ich mal davon aus, dass das dementsprechend ein Bug war. Ist natürlich schön blöd gelaufen. Aber nun ja. Wie gesagt, in den Geschenkboxen selber sind diverse Rufwappen drin. Mit diesen Rufwappen könnt ihr entsprechend den Ruf bei der Fraktion entsprechend hochschießen. Insgesamt gibt es hier bei diesem Daily-System 8 neue Ruffraktionen. Aber ihr braucht jetzt nicht so viel Ruf. Ihr braucht nur maximal 10.000 Rufpunkte. Danach ist der Ruf dann dementsprechend voll. Aber ihr könnt trotzdem bei den gegebenen Questgeber immer noch dann die Daily-Quest annehmen. Da ihr unter anderem diese Rufwappen auch braucht, um diverse Sachen einzutauschen, dann bekommt ihr bei den Daily Quests natürlich auch noch goldene Tokens sowie silberne Tokens zum Eintauschen. Wofür ihr das genau jetzt eintauschen müsst, das zeige ich euch einmal. Und zwar stehen hier im hinteren Bereich diverse, ja sag ich mal, Klassen, Rüstungshändler, für jede Klasse diverse Händler. Ich gehe jetzt mal hier zu den Typen hin, der für mich zuständig ist, für den Wächter. Der hat natürlich verschiedene Rüstungsteile, sage ich jetzt mal. Dann hat jede Klasse aber auch, beziehungsweise jeder Händler hat auch eine legendäre zweite ZA-Waffe zur Verfügung, die ihr dann entsprechend gegen silberne Tokens oder gegen goldene Tokens eintauschen könnt, sowie dann die Rufwappen, sofern ihr welche übrig habt. Aber das sollte eigentlich relativ fix gehen. Alternativ könnt ihr auch noch ein zweites ZA-Symbol dementsprechend eintauschen, für Level 100 wohlbemerkt. Ihr könnt aber auch erste ZA-Waffen herstellen auf Level 100. Für dieses Symbol, denke ich mal, das bekommt ihr dann in 12er Scharmützeln oder in einer der skalierbaren Instanzen auf Level 100. Dann solltet ihr, denke ich mal, das Symbol bekommen, um halt entsprechend eine erste ZA-Waffe herzustellen. Jeder Händler hat verschiedene Rüstungsteile, die ihr dementsprechend eintauschen könnt. Alternativ könnt ihr dann aber auch noch Rüstungsteile eintauschen, um halt dementsprechend dann Essenz drauf zu packen, die sogenannten legendäre Rüstung. Wie zum Beispiel jetzt hier, da steht ja für die schwere Rüstung. Könnt ihr dann hier sehen, dementsprechend, dass der halt nur Rüstungsteile hat für Essenzen. Das gibt es hier nur Rüstungsteile. Umhänge gibt es hier keine. Ich habe jetzt hier mal eine Rüstung zum Beispiel geholt. Da habe ich zum Test einmal Essenzen draufgepackt. Diese ganze Geschichte, die Essenzen, diese ganzen Ruftokens, die silbernen Tokens, goldenen Tokens, sind alle frei handelbar. Sprich, ihr könnt sie einen Twink übergeben, etc. pp. Die sind nicht gebunden, die Teile. Und ja, wie gesagt, es gibt hier jede Menge Daily Quests zu machen, ca. 6 Stück am Tag. Es gibt hier ca. 9 Questgeber, 8 neue Ruffraktionen, wo ihr dann die Daily Quests absolvieren müsst. Dies wäre unter anderem dann der neue Endcontent von Wes Gondor. Wo haben wir es? Genau hier. Das wären jetzt halt so dann, sage ich jetzt mal, die Daily Quests hier. Muss ich mal kurz gucken. So, genau, hier sind sie. Alles wiederholbare Aufgaben. Es gibt Daily Quests, die sind solo zu absolvieren. Es gibt aber auch Daily Quests, die sind für Dreiergruppen oder auch soll es auch welche geben für Sechsergruppen, wo ihr dann dementsprechend überall hier so eine Geschenkbox bekommt, wie ihr das hier dementsprechend sehen könnt. Das ist dann immer dementsprechend mit dabei. In diesen Geschenkboxen sind dann die Rufwappen drin. Hätte ich euch jetzt ganz gerne gezeigt, aber leider war das gerade verbuggt und ich habe keinen Ruftoken erhalten. Da werde ich dann aber auch dementsprechend gleich nochmal einen Bugbericht dementsprechend zu schreiben. Ja,
Und ich hoffe, dass ich euch so das alles ein klein wenig näher bringen sollte. Solltet ihr Fragen haben zum Thema Update 14 oder sonstige Sachen, schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses Video und ich werde versuchen, dementsprechend auf eure Wünsche einzugehen und versuchen, diese Kommentare zu beantworten. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag.